Just Cause 1, Folge 41. Willkommen zurück. Ja, und wir hatten ja im September überhaupt keinen Just Cause gespielt. Also so gar nicht. Und ich dachte mir, bevor die Serie einschläft, das wäre ja irgendwie schade, weil ich möchte ja dann doch irgendwann durchspielen. Dachte ich mir, ich mache jetzt mal wieder im Oktober ein paar Folgen. Heute quasi startend. Ich weiß noch, dass ich beim letzten Mal versucht habe, also in der letzten Folge, versucht habe, die Insel weiter zu befreien, also quasi den Süden hier weiter einzunehmen. Und somit hier diese Bases freizuschalten, indem ich queste. Leider hat es nicht geklappt. So ein bisschen Pech gehabt, ein bisschen versaubeutelt. Ja, wie soll ich sagen, es hat halt auf jeden Fall nicht funktioniert. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal dorthin und machen nochmal ein, zwei Side-Quests, um einfach weiterzukommen. Ja, das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass er nicht wieder tausendfach jetzt irgendwas bringt, was wir schon kennen. Aber wir gucken, dass wir halt so lange weitermachen, bis wir was haben, was wir nicht kennen. Oder irgendwas, was vielleicht noch nicht so oft kam oder wo nicht geschafft wurde. Oder jetzt wäre es mir natürlich irgendwie recht, wenn ich hier entweder ein Boot oder ein Helikopter finden würde. Beides ist jetzt nicht unbedingt in Sicht, leider. Das ist doof. Ja nun, ohne irgendwas ist schwierig. Da ist einer, aber er ist allerdings mächtig weit weg. Ah ja, den sehe ich ja kaum. Sofort stehen bleiben! Den sehe ich ja kaum. Vor allem, wenn er sich so bewegt, kannst du sicher sein, dass ich den nicht erhalte. Ja, jetzt ist er ganz weg. Blöd. Weiß ich nicht. Wie sieht's aus mit einem Boot oder so? Auch nicht. Ja, sage mal. Ich muss ja irgendwie auf die. Warum ist da eigentlich ein herrenloses Auto? Ach, dann nehme ich mir das mal. Hallo? Einstecken? Ich frage mich halt, wie ich auf die andere Seite rüberkomme. Es ist ja nicht so, dass es hier irgendwie eine Brücke gibt oder sowas. Ich hoffe, das Auto braucht keiner mehr. Ja, Brücke gibt. Hoppala. Ja, ist eine Weile her, dass ich gespielt habe. Es ist halt nun mal September gewesen und es ist halt auch ein Monat her. Warum ist denn jetzt das nicht das? Ein Monat her. Beziehungsweise August war es. Muss ich mal schauen, ob ich das irgendwie. Gut, also auf die andere Seite. Wenn es gäbe eine Brücke, aber die ist nicht hier. Jetzt fahren wir mal bis zur Küste da drüben. Vielleicht ist da ja ein Boot oder sowas. Oder uns begegnet ein Baby oder sowas. Das könnte ja sein. Möglich. Möglich. Wir düsen jetzt einfach mal dahin. Jetzt höre ich zumindest einen Heli. Das könnten wir mal versuchen, ob man den vielleicht schnappen kann. Der hält auch schön still, habe ich das Gefühl. Also, hier spricht die Polizei! Das könnte doch klappen. Kann ich schießen. Hab dich. So, und jetzt ist es doch schon leichter. Jetzt muss ich mich an die Steuerung entsinnen. Aber kriegen wir hin. Ja, so war es doch ganz cool jetzt. Also jetzt habe ich einen Heli, ist immer gut. Ist immer gut. Ja, es war ganz komisch vorhin, das kann ich euch ja zur Abwechslung auch mal erzählen. Ich hatte ja zuletzt ein Windows-Update. Das hatten wahrscheinlich alle von uns und ich kenne viele, die danach Probleme hatten oder haben. Mir kommt es auch so vor, als wenn es fast so eine Art Windows-Neuinstallation war. Denn es war auch Just Cause verstellt, zumindest im Nvidia-Menü. Ich hatte ja im Nvidia-Menü extra Anti-Aliasing erzwungen und auch Virtual Sync und so. Das war alles wieder auf Standard. Also. Und ich musste viele Spiele entweder neu installieren, beziehungsweise halt die Dateien reparieren oder überprüfen. Also irgendwie. Und es läuft alles nicht so gut, wie es vorher lief. Teilweise Kleinigkeiten. Die Windows-Leiste lässt sich nicht mehr hochholen. Irgendwie ist nicht im Vordergrund und lauter so Späße. Also ich bin nicht ganz glücklich mit dem Update. Also ich weiß nicht so recht. Es hat mir irgendwie alles verstellt oder keine Ahnung was. Ist irgendwie ein wenig nervtötend, aber ja, ich konnte es ja wieder umstellen, jetzt passt es wieder, aber der erste Versuch heute was zu drehen ging gleich mal in die Hose. Ich kann mich erinnern, bei Battlefield 4, da waren alle Texturen auf einmal rosa und Rainbow Six hat Probleme, ist irgendwie, hat so mega Frame Drops, also mit Standbildern, ich weiß nicht, was los ist. Also, liebes Microsoft, das Update war irgendwie nix. Ich sag da in so einem Fall eigentlich immer, never change a running system, also
Das hat mich bei Shadowplay schon geärgert, als das geupdatet wurde und jetzt wieder hier mit Windows. Also, aber okay, ist ein anderes Thema. Jetzt versuchen wir einfach mal. Hallo? So. Wollen Sie einen neuen Freund gewinnen, Senior? Ich wüsste da jemanden, den Sie kennenlernen und töten sollten. Werfen Sie einen Blick auf Ihren PDA, wenn Sie interessiert sind. Das hatten wir schon. Ja, der Folterknecht ist der Standard irgendwie. Der kommt immer. Wir müssten dringend ein paar Dinge besorgen. Für La Revolution natürlich. Ich schicke Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um José diese kleine Gefälligkeit zu erweisen. Ich fürchte, das hatten wir auch schon. Obwohl, es sind jetzt wieder die Handy-Diebe. Es ist ja schon zweimal in die Hose gegangen. Ich würde es auch nochmal machen. Also, es hat da bisher nicht funktioniert. Genau, Mobiltelefone. Einige diebische Bauern sind in eines unserer Verstecke eingebrochen und haben einige nicht ortbare Mobiltelefone gestohlen. Diese närrischen Putos, ich will dieses Pack tot sehen, Moerte. Ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal versucht, wenn ich mich recht entsinne, und es nie geschafft. Ich will das mal hinkriegen. Vielleicht schaffe ich es ja mit dem Heli diesmal. Es wäre auf jeden Fall mal eine Maßnahme. Also, bisher habe ich das noch nie gepackt. Ich nehme mal gleich die Waffe in die Hand. Am besten fährst du. Was machen die denn da? Mein Heli über den Haufen. Das probieren wir jetzt nochmal. Vielleicht kann ich es ja auch mit dem Heli umhummeln, das ist auch schon mal was. Aber ich glaube, ich muss die Handys ja einsammeln. Ja, auf jeden Fall war es ganz komisch vorhin. Es hat voll getiert und also Tearing drin gewesen und ich hatte das Gefühl, die Kanten waren nicht geglättet und so weiter. Also schon merkwürdig. Aber auch Online-Freunde von mir. Grüße an Bilbo zum Beispiel. Der kann sein FIFA auf einmal nicht mehr spielen wegen irgendeiner DLL. Da konnte ich zwar spontan dann helfen, aber der ist auch erstmal verzweifelt und ich frage mich halt wirklich, musste das Update so sein? Hätte man das nicht so machen können, dass nicht alles verstellt wird? Da hofft man auf so einen kleinen Patch, der vielleicht noch nachkommt oder so. Vor allem haben sich nicht mal alle Probleme gelöst bei mir. Wo sind sie denn? Ich würde sie gerne im Blick haben, damit ich sie mal umholzen kann. So wie jetzt zum Beispiel. Ich weiß, dass sie ziemlich stark sind, deswegen bleibe ich jetzt einfach am Heli. Obwohl ich ungern, na gut, das wird schief gehen, glaube ich. Oh oh, oh oh. Nicht mich töten. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht, dass jetzt das Ding kaputt geht, aber das ist leider immer so. Aber jetzt schnappe ich mir mal die Handys. Und vielleicht bin ich so frech und hole einfach den anderen Heli, der mich die ganze Zeit beharrt. Oh. Lass mich in Ruhe. Brauch den Heli. Irgendwo schießt ein Heli, den will ich haben, weil ich weiß nicht, ob ich sonst hier wegkomme. Also. Weil mit dem Fahrzeug, das habe ich schon so oft mit dem Fahrzeug versucht und nie hat es funktioniert. Vielleicht versuche ich es diesmal tatsächlich nochmal mit einem gestohlenen Helikopter, wenn ich den endlich mal sehen würde. Sonst flüchte ich einfach in den Wald. Ich will die Mission mal packen, ich habe die noch nie geschafft, ich will es jetzt einfach mal schaffen lassen. Vielleicht hätte ich mir einfach ein Auto schnappen sollen, aber ich glaube, es ist nicht gerade ums Eck, oder? Oh ja. Einmal um den Berg halt herum, quasi. Sonst nehme ich mir einfach jetzt die Karre hier. So. Danke für das Auto, das habe ich gebraucht. Das denkst du dir aber, dass du mich wegrammst. Kurz gucken, ob es passt. Ja gut, da vorne rechts sind dann immer geradeaus. Oder über die Klippen. Aber das ist, glaube ich, ein Berg und keine Klippen. Jetzt fahren wir einfach mal. Wenn wir das Auto verlieren, ist es ja egal. Die Handys haben wir ja in der Tasche. Die HTCs haben wir eingesteckt. Also das ist nicht das Problem. Das ist auch das Auto egal. Hey, den hast du aber platt gefahren. Ich war es diesmal nicht, gell? Ich weiß, ich jetzt wieder hier 1000 Sterne bekommen und so. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. So, wow. Oh, habe ich einen Platten oder was ist los? Natürlich habe ich einen Platten, was auch sonst. Klingt gesund. Also hier rechts auf jeden Fall, wenn ich mich rechts entziehe. Jetzt kann ich gleich mein Auto wechseln, weil ich gleich in die Luft fliege. Am besten werde ich, ja genau. Am besten werde ich dabei überfahren oder sowas jetzt. Da ist ein Motorrad oder was ist das? Oh, das ist ein Bruchstück. Das ist ein Bruchstück. Ich gehe mal von der Straße runter. Ich meine, die Richtung stimmt, glaube ich. Aber das könnte allerdings eine Weile dauern ohne Gefährt. Wo ist denn dieses miese Stück Helikopter? Runter! Da drüben! Erschießt ihn! Hallo, ich habe getroffen. Das habe ich mir gedacht, dass der jetzt mehr. Ah, la la la. Blöde Sau.
Ja, das Problem ist nämlich, dass ich jetzt halt wieder ein Stück weiter hinten bin. Ich brauche Verstärkung! Ja, ich auch. Bewegung, Männer! Vorsicht! Lass mich in Ruhe. Ich glaube nicht, dass er sich von mir snacken lässt, das ist so einfach. Nicht abhauen, nein, 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 nein. Ah, du dummes. Dann schnappe ich mir die Karre davon einfach. Das ist mir jetzt zu blöd. Du bist still. Dann fahre ich halt einfach mit dem Auto. Egal. Das wird zwar nicht gut gehen, weil ich natürlich schon sehr viel Schaden kriege vom Helikopter. Also werde ich alle Nase lang das Auto wechseln, aber egal. Ich will die Mission jetzt mal packen. Es regt mich auf. Oh, Scheiße. Na, na, na. So ausnahmsweise. Muss ich hier vorne rechts oder geradeaus? Ne, geradeaus. Einfach der Straße folgen, wenn man so will. Ja, der Verdächtige fährt davon, hoffentlich. Wenn ich mal diese Mission packen muss. Wäre das erste Mal, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Also. Platten habe ich natürlich auch wieder, klar, aber logisch. Also. Hier weiter, oder? Ja. Ja, Karte gucken und gleichzeitig Auto fahren ist nicht so einfach. Das war bei Far Cry 2 schon ein Problem. Jetzt lass mich halt in Ruhe. Verlegen. Oh, schubst mich doch einfach. Ja, schubst mich doch komplett die Strecke zurück oder so. Ich meine, können wir auch machen. Ich töte sie. Ist okay. Ja, jetzt kann ich genauso gut auch aussteigen, weil das war mir klar, dass der jetzt hochgeht. Los, los, los! So. Der steigt halt ein, Kerl. So. Heli wäre mir lieber, aber so ist vielleicht auch ein bisschen spannender. Bürger! Ja, hast du gedacht, gell? Hast falsch gedacht. Du genauso. Aber das wird auch nicht leicht, bis ich da zurückgeschafft habe. Ja, natürlich. Ich sag ja, geplatzte Reifen und... Ah, na klar. Und 4 Sterne oder so ähnlich. Wir wissen nicht, ich nehme den LKW, der hält. Ja, ja, natürlich. Jetzt hänge ich hier und komme nicht raus. Okay, alles klar, drin nicht. Tschüss, ihr könnt mich noch alle mal. Versuche ich nochmal den Heli zu snacken. Obwohl, das wird nichts, also das ist. Der hält einfach nicht still. Unglaublich! Unglaublich, 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 unglaublich. Oder ich töte sie! Naja, morgen wieder. Hinten einstellen. Aber ich sollte doch ein Fahrzeug haben, oder? Oh, der ist nah. Der ist nah. Das war leichtsinnig. Das war leichtsinnig. Das war leichtsinnig. Sofort stehen bleiben! Ha! Und was für ein geiler Heli das ist. Das sieht ja aus wie... Sieht aus wie so ein so Kampfjet oder sowas. Jetzt müssen wir aber Gas geben hier. Jetzt gucke ich mal, wo ich hin muss. Jetzt kann ich auch nach links fliegen, also. Jetzt gucke ich nur, dass ich nicht wieder abgeschossen werde oder sowas. Weil dann bin ich wieder Bot. Und das muss nicht sein. Also wenn ich die doch mal irgendwann geschafft habe, dann verzeiht mir bitte. Aber ich hatte so eine Erinnerung, dass ich die noch nicht gepackt habe. Ja, der Heli hat es ein bisschen rausgerissen. Hör auf mich zu schießen, sind da unten wieder Flachsjäger. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, nicht, dass uns die Raketen wieder treffen. Notfalls springe ich ab. Und diesmal lasse ich auch den Heli davon fliegen, dass ich jetzt nicht wieder ihn grappe, wie beim letzten Mal, wieder wie so ein Äffchen drauf sitze. Können wir den Quatsch endlich mal abgeben. Sofort stehen bleiben! So. Zu spät wollte ich ihn auch nicht aufmachen. Das wäre so typisch, dass ich dann irgendwie auf den Boden aufklatsche, obwohl ich die Mission gepackt habe. Ja komm, ich bin da schon in dem Bereich, jetzt gib ab! Wie wahnsinnig, bevor ich noch abgeknallt werde hier so. Komm, geh hin jetzt! Hingehen! Hingehen! Danke. Okay. Puh, jetzt sind auch höchstens die Sterne weg. Meine Fresse. Was? Dreckige Rebellen, Putos. Bitte, was? Ja, was wollt ihr, hä? Ich fange jetzt lieber keinen Streit an. Ich würde das gerne speichern irgendwie. Ich habe das jetzt, glaube ich, wenn ich, wie gesagt, mich recht entsinne, das zum ersten Mal gepackt. Lassen Sie da. Wo ist denn der nächste Speicherpunkt? Aber wir haben ja was dazugelernt. Wir können ja springen, quasi. Das werde ich, glaube ich, einfach mal machen. Weil, wie gesagt, Hallo? Ah. Unbedingt will ich das speichern, weil das habe ich jetzt endlich mal gepackt mit diesen saublöden Handys. Nehmen wir das hier? Ja, oder? So mittig? Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Sofort stehen bleiben! Naja, dürft mich mal am Abend besuchen. Ich hau jetzt hier ab und nehme die Handys mit.
Der wird auch von der Flak getroffen, alles klar. So. Wäre das auch endlich mal geschafft und auch endlich mal eine Mission abgeschlossen. Ich muss zwar gestehen, die war jetzt auch durch die... Halt, Bürger! Nein. Jetzt war kurz abgelenkt, jetzt hätte ich beinahe nicht... Das wäre so typisch gewesen, wenn ich hier aufgeklatscht wäre. Ich wollte sagen, es hat halt ein bisschen gedauert. Ah, den hatte ich gespeichert, das weiß ich sogar noch. Glaube ich zumindest, oder? Deswegen steht er da. Ja, jetzt hat es ein bisschen gedauert, weil ich viel mit dem Auto also fahren musste. Aber sei es drum. Wir haben es jetzt wenigstens mal gepackt. Immerhin. Genau. Machen wir das mal, bevor ich das wieder vergesse. Ja, das war's aber auch schon für die Folge. Also, wie gesagt, das ging jetzt von der Mission her irgendwie länger als gedacht. Ich dachte, ich schaffe zumindest zwei. Aber ja, für die Folge war es das jetzt auf jeden Fall. Ich bin heute auch ziemlich müde. Ich habe letzte Nacht nur 2 Stunden geschlafen, deswegen wollte ich es nicht so lange machen jetzt, die Folge. Also verzeiht mir das bitte. Aber ich hoffe dennoch, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.